ganzes Dorf, nur Heu und Torf. Stets der gleiche Trotz, nur Hü und Hot. Frühere Schlagertexte, also in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, das sind raffinierte Textdichter, das hat Witz, das hat Vielschichtigkeit, das hat Humor. Im Stall die Kuh macht Mu, die Kühe krähen dazu. Das hält keiner aus, ich will hier raus. Theo, wir fahren nach Uth. Theo, wir fahren nach Uth. Da fassen wir das Glück. Ich darf in der Liedklasse von Mitzko Schirai und Hartmut Höll arbeiten, das Segment Chanson Schlager. Wir arbeiten dieses Repertoire hier in Karlsruhe und immer auf ein kleines Konzertchen hin. Sie ist sehr populär und darum hat das süße Gehirn einen riesigen Verkehr. Heut ist die Kete, Ite, Petite. Ja, Himmel, Donnerwetter, noch einmal. Seit wann macht denn die Kete in Moral? Die sind lebensfroh, die sprechen quasi den Leuten aus dem Herzen. Das ist, also ist wirklich nah am Volk dran und deswegen können wir uns alle, glaube ich, damit identifizieren und deswegen macht es uns allen so viel Spaß und dem Publikum scheinbar ja auch. Und wir hatten noch eine Überlegung, ja? Dass der Hut halt auch der Mann ist. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Okay. Weil es ja hinten darum geht, und wer mir dieses Hütchen schenkt, das ist der Mann. Und nach dem Motto, Fräulein Molly hat ständig neue Hüte. Raffinierter? Macht man einfach, versucht mal was aus und ich höre zu, als höre ich es zum ersten Mal. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der schick! Die Schlager haben oft so gute Texte, dass man plötzlich auch darauf hinweisen kann, ah, da steckt eine Pointe drin, da ist eine Finesse drin, da ist ein kleiner Bruch drin, der einen dann auch über einen Schlagertext ein bisschen anders nachdenken lässt. Es ist auch schön, wenn es im klassischen Konzert nicht allzu steif ist. Aber ganz sicher verwandeln wir uns mehr in die Figuren. Wenn Sie Mignon singen, da gibt es eine gewisse Form, dieses lyrische Ich, was dasteht. Das beginnt nicht zu Theater zu spielen. Das muss alles im Klang sein, in den Worten, im Gesicht. Im Chanson kann man sich erlauben, mal eine kleine Bewegung zu machen, mal aus der Form zu gehen und das zu kommentieren. Und ich glaube, es ist viel schöner, wenn du sagst, und da kommt ein Tier, und dann nehme ich den beim Schwanz, und dann mache ich so, und dann schmeiße ich ihn weg. Es wird sich eine unglaubliche Komik einstellen, wenn du alles so körperliche Geschichten erzählst. Ja. Aber alles ist nur so, ja, ich habe gerade drei Krokodile gefressen, war gerade ganz gut geschmeckt. Man muss nicht darüber nachdenken, ob der Ton jetzt schön ist oder wie er kommt sozusagen. Man kann einfach eine Geschichte erzählen. Wenn man sonst im Studium manchmal verzagt und sagt, oh, ich muss nur daran denken, dass die Technik stimmt und dass alles richtig ist, es bringt einfach die Freude wieder zurück. Hello there, Betty on the night shift. I hope you're feeling fine. I left a lot of work for you to do on a long sunny line. Persönlich, so wie euch zumute ist, heute Abend singt ihr das Lied, das hat nichts mit der Stunde zu tun. Ihr verkauft es persönlich und geht persönlich auf das Publikum zu. Ich denke, um das geht es im Musikstudium ohnehin. Zuallererst ist es die eigene Persönlichkeit zu finden und der Weg im Chanson ist sicher der unmittelbarere, als wenn ich Kunst der Fuge spiele. Aber ich liebe ihn, er heißt Waldemar und er ist kein Star. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn. Das ist Auftrittstraining vom Allerfeinsten. Es ist, bringt totale Ruhe in einen selber rein, wenn man sich ganz sicher ist mit dem, was man tut. Und es gibt wahnsinnig Selbstsicherheit.